Konnichiwa, Mina. Ich bin Costilla und das ist mein allererstes Let's Play namens Sweet Amores. Und Leute, wisst ihr, wie viel Aufnahme das jetzt ist? Ich habe schon so viele verkackt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr und rede jetzt einfach schnell durch, alles kurz und knapp. Ich meine, ihr wollt jetzt ja auch sehen, worum es hier geht, ne? Und nicht ein langes Tutorial sehen, ne? Also, aber das erste Video wird eh noch nicht zur Action kommen, ne? Ich werde erstmal erklären. Das ist eine Dating-Simulation für Mädchen. Mädchen flirten hier mit Jungs. Bei diesen gibt es Antwortmöglichkeiten. Da muss man das Richtige auswählen, damit die zufrieden sind und das Lobometer steigt dann. Und man muss auch zusätzlich irgendwelche anderen Aufgaben erfüllen, Sachen suchen, kaufen, etc. Am Ende jeder Episode hat man ein Date mit einem Jungen, mit dem man sich am besten verstanden hat. Meiner Erfahrung nach passiert das aber nicht immer. Um diese ganzen Jungs zu treffen, läuft man durch diese Schule. Meine Stimme. Läuft man durch die Schule. Und um da rumzulaufen, braucht man Aktionspunkte. Das sind diese hier. Pro Tag, wenn man sich immer einloggt, kriegt man 10 Aktionspunkte und 15 Dollar. Was ist das hier drüber? Und mit diesen Aktionspunkten bewegt man sich. Und zwar kostet es ein 2 Aktionspunkte, wenn man den Raum wechselt. Das ist ziemlich viel. Das heißt, man kann sich eben pro Tag, wenn man nichts gespart hat, nur 5 Räume sich bewegen. Und meistens muss man dann von einem Flur in einen anliegenden Raum und dann noch wieder zurück und dann wieder in einen neuen Raum. Das ist ziemlich Verschwendung. Ja, und um ein Let's Play überhaupt machen zu können, habe ich halt sehr viele Punkte gespart und ja, alles für euch, alles für euch. Ja, Dollar kriegt man auch pro Tag und zwar 15 Dollar, glaube ich. Sternzeichen des Tages, das seht ihr hier. Wenn es in meinem Fall jetzt Skorpion wäre. Oh, meine Maus knallt hier ganz gegen meine Tastatur, deswegen konnte ich gerade nicht drauf lenken. Wenn es dann Skorpion ist, was mein Sternzeichen ist, kriegt, glaube ich, noch 5 extra Aktionspunkte und 5 extra Dollar. Mit diesen Dollar kauft man sich im Modegeschäft Klamotten, im Geschenkshop, story-relevante Items oder so. Und im Schmuckgeschäft kriegt man Ringe. Diese wirken mit Effekten, dass man zum Beispiel hier in der Schule eine höhere Chance hat, einen bestimmten Jungen zu treffen. Was vielleicht auch praktisch ist, aber man merkt diese Effekte kaum, weil es sind nur ganz wenige Prozente. Vielleicht gibt es da noch andere Effekte, habe aber noch keine gesehen. Und ja, hier werden die Aufgaben gezeigt, die man kriegt. Hier werden Jungs angezeigt mit ihren Vorlieben, ihrem Hasszeugs, da wie viel man sie mag, etc. Hier die Freunde, welche ich gerne habe. Und ja, hier die Wohnung. Ach, ich wollte aber noch hier was zu sagen. Das ist die Bank. Man kann sich nämlich mit Handygeld oder sowas, kann man sich hier die extra Punkte kaufen und sowas. Mach ich aber nicht, das ist doof. Hier in der Wohnung, das zeige ich jetzt mal einfach. Hier gibt es Spiele. Damit kann man sich täglich ein paar Punkte abkassieren. Wenn man Glück hat, ist ein Glücksspiel. Und hier vielleicht noch Geld. Das ist auch Glück. Mache ich nicht. Also Geld mache ich das nicht. Und ja, Spieler kommen dann noch zu anderen Spielen. Habt ihr eben gesehen, die sind grau. So, hier gibt es Klamotten, die man halt im Modegeschäft von vielen kaufen kann. Ja, die zieht man dann hier. Die zieht man dann um und so, ne? Werde ich dann vielleicht nach euren Wünschen machen oder vielleicht nach meinen Wünschen, wenn von euch keine kommen, ne? Hier kommen Nachrichten von Freunden, hier sind die Aufgaben wieder, hier sind die Ringe und hier, diesen Elefanten haben wir in der Einführung bekommen. Den habe ich hier, die Einführung habe ich hier aber nicht gezeigt, weil die hatte ich aufgenommen und die kann man einmal machen und die habe ich voll verkackt. Deswegen lassen wir das, ich erkläre alles selber. Hier war dann halt der Elefant, den konnte ich hier auf die Kommode stellen und so. Und ja, hier ist noch mein Profil. Ich habe mich Nanashi genannt, weil das heißt von japanischen ohne Namen. Und ja, hier bla bla bla, das kann ich noch gar nicht stimmen. Noch gar nicht stimmen, weil das habe ich auch noch gar nichts gemacht, ne? Ach ja, warte, noch hier war noch eins. Meine Bilder, nach jeder Episode, es gibt immer die Episoden, da kriegt man ein Date mit einem Jungen, mit dem man sich ein bisschen verstanden hat. Warte, ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Da kriegt man jedenfalls ein Bild, die dann halt hier abgespeichert sind. Wir haben noch keine, ist ja logisch, ne? Ja, und bla 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 bla. Wir haben es noch keins angefangen.
Das werden wir dann in dem nächsten Part erst machen, weil ich wollte erst mal erklären. Ist ja logisch, ne? Jetzt gucke ich, glaube ich, einfach mal, ob die Aufnahme was geworden ist. Ich habe es alles schnell durchgelabert. Ich habe bestimmt tausendes vergessen. Habe ich gesagt, dass es ein Flirtspiel ist? Ein virtuelles Flirtspiel? Dating-Simulation? Jetzt habe ich es gesagt. Na gut, dann mal gucken, ob ihr es euch anseht. Ach ja, Link zu dem Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, das wird Spaß machen. Es ist mein erstes Let's Play. Ich bin ein bisschen nervös. Ah, da fällt mir noch was ein. Ich wollte ja natürlich noch erklären, wie das hier abläuft. Da man ja immer ganz viele Aktionspunkte braucht, um eine Story hier durchzuspielen, eine Episode, muss ich halt gucken, wie lange diese Aktionspunkte noch reichen. Und dann vielleicht gucken, ja, kann dann sein, dass die nächste Episode dann etwas später kommt. Ich werde versuchen, dass die Aktionspunkte für die ganze Episode dann noch reichen. Und wenn ich merke, ich laufe jetzt hier nur noch blöde rum, dann gucke ich hier im Forum und gucke dann, wo ich eigentlich hin müsste, um mir ein bisschen Hilfe. Ja, gut. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe hier so Notizen. Ja, aber die sind ja jetzt nicht so hilfreich. Ach ja, genau. Es tauchen immer andere Jungs auf, auch in neuen Episoden. Aber ein paar Standardjungs sind schon dabei. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier auf diesem Profil das so machen, dass wir immer die Jungs nehmen, die nur in dieser Episode vorkommen. Halt, die danach wieder weg sind. Das passiert leider. Finde ich schade, aber okay. Aber wir gucken auch, dass wir diese Standardjungs auch mal dran kriegen. Ja, Näheres werde ich dann erzählen, wie wir mittendrin sind, ne? Und gut. Jetzt haben meine Haare gerade am Mikrofon gewuschelt. Tut mir leid. Ach, wahrscheinlich hört ihr mich eh ein bisschen komisch. Mein Mikrofon ist jetzt nicht so der Hammer, aber das Beste, was ich hatte. Man hört, glaube ich, immer, wenn irgendwie immer so ein Z -Z -Z so. Ich habe keinen Sprachfehler, Leute, das liegt am Mikrofon. Ich habe jetzt, glaube ich, ziemlich schnell geredet. Entschuldigung, Leute. Ich glaube, das war es jetzt nämlich auch. Ja, ich glaube, das war's. Also der nächste Part wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell kommen. Freut euch drauf. Bewertet. Keine Ahnung, was man halt so macht, ne? Schreibt Kommentare. Blablabla. Bla, bla, bla. Tschüss, Leute.